Der technologische Stand von Kanalmanagementsystemen. Stellen wir uns zunächst die Frage, welchen Ansprüchen ein modernes Kanalinformationssystem gerecht werden soll. Die Anforderungen an dieses Softwaresystem sind sehr vielschichtig. An die Kommunen und Netzbetreiber werden komplexe Aufgaben gestellt, die zur Bestandserhaltung und Funktionssicherung notwendig sind. Grundstein für diese Aufgaben bildet eine möglichst genaue und umfassende Erfassung des Bauzustandes. Das Ziel einer langfristigen Sanierungsplanung ist der Werterhalt und eine Stabilisierung der Gebühren. Die Anwendungsbereiche des modernen Kanalmanagements umfassen die Dokumentation und Zustandsbewertung des aktuellen Bestandes, die Planung und Fortführung sowie die Betriebsführung und die Vermögensbewertung als Grundlage einer plausiblen Gebührenkalkulation. Daraus lassen sich die erforderlichen Funktionen ableiten. Zu den Funktionalitäten gehören die Dokumentation, Analyse und browserbasierende Kanalauskunft über Intranet oder Internet. Die Möglichkeiten der mobilen Datennutzung sollten eine externe Datenerfassung und Pflege umfassen. Die Informationsintegration sorgt für das Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Datenbeständen. Die in der Regel unterschiedlichen Datenbankstrukturen werden in einer gemeinsamen Datenstruktur vereinheitlicht. Das Basisbaukastensystem umfasst alle Anwendungsbereiche und spiegelt den gesamten Lebenszyklus eines Abwassernetzes wider. Die datenbankgestützten Lösungen umfassen die interaktive grafische Planung und Dimensionierung von Leitungen, Bauwerken, Schächten und Kanälen durch die Einbindung in führende GIS- und CAD-Programme. Das Kanalkataster bietet umfassende Funktionen zur praxisorientierten Erfassung, Aufbereitung, Fortführung und Analyse von Kanalbestands- und Sanierungsdaten. Weitere Bausteine bilden die Zustandsprüfung und Bewertung von Inspektionsergebnissen, schematische Inspektionsgrafik mit schadensgenauer Videoansteuerung und paralleler Verwaltung von Daten unterschiedlicher Codiersysteme. Unterschiedliche Sanierungsvarianten lassen sich innerhalb einer Wirtschaftlichkeitsanalyse auf Grundlage der relevanten Inspektionen und ermittelten Kosten gegenüberstellen und vergleichen. Über browserbasierende Anwendungen und mobile Endgeräte, wie zum Beispiel Tablet-PCs oder Smartphones, lassen sich Netzdaten über das Internet abfragen, erfassen und bearbeiten. Hydrodynamische Kanalnetzberechnungen direkt aus der Bestandsdatenbank bilden das Instrument für die Generalentwässerungsplanung und Erstellung eines Masterplans. Eine integrierte Betriebs- und Wartungsplanung als Bestandteil des Wartungsmanagements optimiert Abläufe und Ressourceneinsatz für turnusmäßige und bedarfsorientierte Maßnahmen. Eine rechtssichere Vermögensbewertung schafft die Grundlagen für eine transparente Gebührenermittlung. Der zentrale Datenzugriff liefert alle technischen Daten zur detaillierten Kostenermittlung nach Mengen- und Indexverfahren. Im Rahmen einer strategischen Sanierungsplanung wird die zukünftige Netzentwicklung realistisch betrachtet, um die optimalen Sanierungsstrategien für einen Substanz- und Werterhalt der Kanalnetzanlagen zu ermitteln. Übernehmen Sie das Layout Ihrer Zeichnung in die Datenbank. Durch den kompletten Transfer aller erzeugten Informationen erhält der Auftraggeber eine 1:1 Ausfertigung seiner Daten. Ohne eine erneute Nachbearbeitung ist eine automatische Reproduktion der gesamten Grafik in CAD oder GIS möglich. Zum Beispiel wird eine von Ihnen vorgenommene Textfreistellung von Netzelementen eines Plans in allen anderen GIS- oder CAD-Systemen ebenfalls korrekt wiedergegeben. Dabei ist es unerheblich, ob die Daten vorher mit Hilfe einer CAD- oder GIS-Anwendung bearbeitet wurden. Das Multiplattform-Konzept liefert Ihnen einen einheitlichen Bedienungskomfort in allen erforderlichen Fachfunktionen in einem System. Einmal in der Basisdatenbankstruktur erfasst, stehen die Daten zentral für alle Fachapplikationen und für die führenden CAD- und GIS-Anwendungen zur Verfügung. Das bewahrt sie vor zeitraubenden und fehleranfälligen Datentransfers. Die Modellierung der Kanaldaten und Infrastruktur in intelligente Datenbankstrukturen ermöglicht Flexibilität in der Auswahl des Datenbankmanagementsystems und weiterer Fachanwendungen.
Unterstützt werden beispielsweise Microsoft SQL Server und Oracle. Intelligente Datenbankstrukturen vermeiden Redundanzen und sichern eine effiziente Datennutzung. Schnittstellen für anerkannte Standarddatenformate ermöglichen den reibungslosen Datenaustausch mit allen marktgängigen externen Fachanwendungen. Externe Daten sollten vor dem Import auf strukturelle und inhaltliche Fehler geprüft werden. Die Standardprüfungen nach ISIBAU und DWAM 150 lassen sich um eigene Vorgaben erweitern. Die Datenhaltung externer Fachanwendungen kann direkt in der Basisdatenbankstruktur erfolgen. Mit unserer jahrelangen Erfahrung aus der Anbindung externer Fachapplikationen haben wir alle gängigen Attribute in der intelligenten Basisdatenbankstruktur abgebildet. Der Integration weiterer Fachapplikationen sind damit keine Grenzen gesetzt. Assistenten unterstützen den Anwender bei den umfangreichen Analysen und Berechnungen der Bereiche Hydraulik, Zustands- und Substanzbewertung sowie der Vermögensbewertung. Innerhalb der strategischen und auch operativen Sanierungsplanung wird der Anwender durch die einzelnen Planungsschritte geführt, um die relevanten Vorgaben übersichtlich und benutzerfreundlich festzulegen. Das Softwaremodul zur Betriebsführung und dem Wartungsmanagement ermöglicht die Verwaltung und Dokumentation aller Arbeitsabläufe für die gesetzlichen und vorgeschriebenen Wartungen. Nach Abschluss der mobilen Erfassung können die gesammelten Daten und Ergebnisse mit der zentralen Basisdatenbank synchronisiert werden. Die integrierte Datenprüfung liefert alle Informationen zum kontrollierten Abgleich der Bestandsdaten. Um die Ergebnisse und Gesamtsituation des Kanalbestandes zu dokumentieren, bietet Basis umfangreiche Auswertungsmodule. Wählen Sie Vorlagen zur Erstellung und Ausgabe praxisbezogener Lagepläne, Längsschnitte, aussagekräftiger Statistiken und Berichte. Dass Qualität ihren Preis hat, wurde bereits im 19. Jahrhundert von dem englischen Schriftsteller John Ruskin erkannt. Überzeugen auch Sie sich von den Vorteilen einer hochwertigen Software und dem Nutzen eines modernen und ganzheitlichen Kanalinformationssystems. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.bartauer.de oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.